Nach vielen Fehlschlägen mit anderen Cloud-Storage-Anbietern bin ich am Ende bei Hetzner gelandet. Die bieten eine Storage-Box an und die hat den großen Vorteil, dass man hier Standardprotokolle wie WebDAV, Samba und SFTP nutzen kann. Die Fehlschläge bei der Konkurrenz waren quasi die Geschwindigkeit oder irgendwie zu große Dateien. Die hat dann ja WebDAV nicht verarbeiten können, obwohl geworben wird mit Unlimited File Size. Ich bin jetzt hier also bei Hetzner auf meiner Storagebox, wollte jetzt mal die Geschwindigkeit testen. Ich habe 25 Mbit Upload und 400 Mbit Download von Vodafone Kabel Deutschland. Und ich habe hier mal so ein Linux Mint Image bei mir rumfliegen auf meiner SSD. Das schiebe ich jetzt einfach mal auf die Hetzner Storagebox. Und da können wir uns jetzt mal den genauen Upload Speed anschauen. Das lasse ich jetzt kurz laufen und würde dann mal auf die Fritzbox wechseln. So, ich bin jetzt auf die Fritzbox gewechselt, wie versprochen. Da bin ich drauf gewechselt, weil man da eben einen schönen Graph sehen kann, wie der Upload so vor sich geht. Man sieht jetzt hier, dass ich nicht die volle Geschwindigkeit erreiche. Deshalb werde ich mal mehrere Dateien auf einmal hochladen, damit man eine gewisse Parallelität bekommt. Jetzt war ich etwas vorschnell. Ich habe jetzt noch gar nicht mit der Parallelität gestartet, denn die Geschwindigkeit steigt gerade während des Uploads. Also ich habe jetzt schon ungefähr die Hälfte meiner möglichen Geschwindigkeit erreicht. Wir schauen dazu wieder in die Fritzbox und können jetzt im Upstream schon sehen, dass es sehr nah ans Maximum rankommt, an die 25 Mbit. Aber noch nicht ganz. Wir schauen mal weiter. Ja, es bleibt so ein bisschen, stagniert so ein bisschen. Ja, jetzt ist es doch wieder schneller geworden. Ich gehe jetzt doch mal dazu über, noch einen zweiten Stream zu starten. Und ja, wenn ich jetzt in die Fritzbox schaue, dann sehe ich, dass die volle Geschwindigkeit schon mit zwei Streams erreicht wird. Und das ist ein völlig akzeptabler Wert, würde ich doch sagen. So, ich lasse jetzt nur eine Datei hochladen. Das war jetzt nur ein kleiner Speedtest. Und die werde ich dann auch wieder runterladen. Ich habe die eine jetzt einfach gestoppt, weil ja, man hat nur begrenzten Traffic zur Verfügung. Und ich habe schon viel getestet und möchte den jetzt nicht ganz ausreizen. Ich lasse jetzt erstmal hier diese 1,8 GB hochladen und werde die dann nochmal runterladen und ihr kriegt jetzt einen Zeitraffer. So, der Upload ist jetzt erfolgreich durchgeführt. Jetzt machen wir das gleiche mal mit dem Download. Und man sieht, dass am Anfang die Geschwindigkeit noch nicht so besonders hoch ist, aber sie steigt immer mehr. Und ich springe mal in der Zwischenzeit auf die Fritzbox. Und auch hier sieht man, dass noch Luft nach oben ist beim Download. Warten wir mal ab, wie hoch der wird. Und man sieht jetzt immer mehr, wie die Geschwindigkeit hier ansteigt. Jetzt haben wir 8,8, 8,9 und wir gehen mal wieder zurück in die Fritzbox. Und wir sehen auch hier, dass der Graph weiter ansteigt. Also ich kann euch schon verraten, wenn ich jetzt Parallelität benutzen würde, dann hätte ich schon die 400 Mbit erreicht. Aber ich wollte es jetzt hier mal mit einem Stream zeigen. Man muss natürlich sehen, dass ich hier eine extrem schnelle Internetverbindung habe mit 400 Mbit. Und da den Servern wahrscheinlich ganz schön auf die Nerven gehe, wenn ich mit so einer Geschwindigkeit vorbeikomme. Aber man sieht, es steigt weiter. Wir sind hier schon bei 10,5. Ich probiere jetzt mal die Parallelität anzustoßen. Ich glaube, man bekommt da den Vorschlag nicht überschreiben, sondern umbenennen, genau, das geht. Also jetzt habe ich die 400 Mbit endgültig erreicht. Man muss einfach mehrere Streams starten und ich bekomme die ganze Leitung ausgelastet. Das heißt, die Leitung zu Hetzner ist eigentlich ja ziemlich optimal, denn die kann die Geschwindigkeit ganz gut ab.